Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter des Diplomatischen Korps, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestags, liebe Mitglieder, Freunde und Partner des BWA, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Es ist rund 90 Tage her, seit das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland den Austritt aus der Europäischen Union vollzogen hat. Dieser bereits im Jahr 2016 gefällte politische Entscheidungsschritt, diesem Schritt folgten Jahre der komplexen und oftmals schwerfälligen Debatte, wie die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nun weiter gestaltet werden könnten. Die Auseinandersetzung mit Sachfragen und praktischen Anliegen wie der Neuordnung von Geschäftsbeziehungen, Zollfragen und rechtlichen Regelungen musste oftmals stark politisierten und teilweise auch polemisierten Diskursen weichen. Was haben wir in deutschen Medien nicht alles lesen müssen? Nicht weniger als der komplette Zusammenbruch wichtiger Versorgungs- und Lieferketten zwischen dem Vereinigten Königreich und seinen europäischen Handelspartnern wurde als Schreckensszenario aufgebaut und immer wieder beschworen. Doch, soweit ich informiert bin, gibt es in britischen Supermärkten nach wie vor genug Gemüse, Obst und ja auch Südfrüchte zu kaufen. Und auch die Versorgung mit notwendigen Medikamenten scheint ganz passabel zu funktionieren. Insbesondere habe ich mir sagen lassen beim Corona-Impfstoff. Ironie beiseite, für den Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft und seine Mitglieder bleibt das Credo auch hier: Der Sachverstand in der Debatte schadet nicht. Das Vereinigte Königreich ist und bleibt als eine der wichtigsten Industrienationen der Welt ein bedeutender Wirtschafts- und Handelspartner für deutsche und europäische Unternehmen. Die Zerrbilder, die unsere Medien produzieren, sind ärgerlich, aber ein Übel, mit dem wir in einer freien und offenen Gesellschaft notgedrungen leben müssen. Gefährlich werden sie, wenn sie sich in den Köpfen der Menschen verfestigen, in einer Zeit, in der eigene Erfahrungen aus Reisen und zwischenmenschliche Begegnungen, die sonst als Korrektiv dienen können, deutlich eingeschränkt sind. Und wenn sie dann Eingang finden in unternehmerische Entscheidungen. Das kann nicht im Interesse unserer Wirtschaft sein. Und hier ist Wirtschaft gefordert, gegenzusteuern. Dies ist ein genuines Anliegen unserer Arbeit beim BWA seit unserer Gründung vor mehr als 18 Jahren und gegenwärtig aktueller denn je. Die heutige Veranstaltung hat daher das Ziel, den bekannten und wohlfeilen Narrativen etwas entgegenzusetzen, eine sachliche Einordnung der aktuellen Lage der deutsch-britischen Geschäftsbeziehungen und einen informierten Ausblick auf Kommendes, der auch neue Chancen und Möglichkeiten untersucht. Denn es kann nur im deutschen Interesse liegen, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Vereinigten Königreich auch unter den veränderten Rahmenbedingungen zu festigen und auszubauen. Hierfür konnten wir ein Panel von profilierten Experten gewinnen, die uns nun einen Ausblick darauf geben, wie wir als Unternehmer, Politiker, Verbände und Institutionen der Außenwirtschaftsförderung in der gegenwärtigen Situation pragmatisch und verantwortungsbewusst agieren können. An dieser Stelle möchte ich unseren Kooperationspartnern der heutigen Veranstaltung sehr herzlich danken, der britischen Botschaft in Berlin und ihrer Exzellenz, Frau Botschafterin Gilliard, der British Chamber of Commerce in Germany mit ihrer Geschäftsführerin, Frau Ilke Hartmann, Germany Trade and Invest, namentlich Herrn Marc Lehnfeld, sowie der deutsch-britischen Gesellschaft, namentlich der Geschäftsführerin, Frau Marie Mittelhaus, und dem stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. Rupert Graf Strachwitz. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Repräsentanten in London, Herrn David Schneider, und unserem Referenten, Herrn aus Unkauf, die seitens des BWA die inhaltliche Vorbereitung übernommen haben und uns heute hier zusammengebracht haben. Ich wünsche Ihnen allen eine interessante Veranstaltung mit neuen Erkenntnissen und eine anregende Debatte. Ich freue mich über den sehr regen Zuspruch und die hohe Teilnehmerzahl. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass es technisch vielleicht ratsam ist, wenn Sie Ihre Kameras ausschalten, während die Referenten und Panelisten diskutieren, und weise auch darauf hin, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Ich wünsche uns allen heute neue Erkenntnisse und eine anregende Debatte. Ich hoffe sehr, dass wir den heutigen Austausch zukünftig auch persönlich in dieser Konstellation werden fortsetzen können. Und ich bedanke mich ganz herzlich
für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe damit an David Schneider. Vielen Dank, Herr Schumann. Vielen Dank an alle Sprecher und Kooperationspartner für die Teilnahme. Danke an die Gäste. Ich bin direkt in London und kann bestätigen, dass die Supermärkte noch gefüllt sind. Und nachdem der BWA vor 18 Jahren gegründet wurde, haben wir die Repräsentanz in dem Vereinigten Königreich im vergangenen September gegründet. Und zwar gerade deswegen, weil jetzt in Zeiten des Brexits es umso wichtiger ist, vor Ort zu sein und ansprechbar zu sein, um Partnerschaften weiter auszubauen und weiterzuführen und so gemeinsam weiter in die Zukunft zu gehen. Ich freue mich sehr auf die Einblicke, die wir jetzt gleich erhalten werden, und übergebe das Wort an unseren Moderatoren, Dr. Rupert Graf Strachwitz. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dieses Gespräch moderieren kann. Ich bin Rupert Strachwitz, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Britischen Gesellschaft. Die Panelisten, die Sie in der Einladung verzeichnet gesehen haben, sind zu unserer Freude auch alle tatsächlich da. Das ist Frau Damholz, Geschäftsführerin von Zoll Coaching, Marc Lehnfeld, Direktor UK bei Germany Trade and Invest, Kashini Sivanantan von der britischen Botschaft in Berlin und Ilka Hartmann von der British Chamber of Commerce in Germany. Wir wollen gleich einsteigen in die Fragen. Ich wiederhole nochmal die Household Remarks, die technischen Bemerkungen. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, müssten Sie das dann rechtzeitig den Veranstaltern noch sagen. Wir bitten Sie jetzt sozusagen Mikrofone und Kameras auszuschalten, wenn Sie nicht gerade selber dran sind, damit die Qualität verbessert wird. Und wenn Sie nachher mit Kommentaren und Fragen sich beteiligen wollen, dann nutzen Sie bitte dafür die Chat-Funktion. Wir hoffen, dass wir da alle Anmerkungen, Fragen dann auch registrieren und dem Panel vorlegen können. Damit genug der Vorrede, und ich möchte eigentlich beginnen mit dem ganz praktischen. Das war, glaube ich, eine nicht programmgemäße Bemerkung. Ich möchte beginnen mit Frau Damholz, um ganz praktisch in das Thema einzusteigen. Frau Damholz war früher selber Zollbeamtin und berät jetzt in Zollfragen. Sie hat viel zu tun natürlich im Moment in Bezug auf UK, weil da vieles neu ist. Und da frage ich Sie ganz direkt, was treibt Sie da im Moment um? Ja, ganz genau. Herzlichen Dank, Herr Strachwitz. Ja, genau. Mein Name ist Franzin Damholz. Ich bin Wirtschaftsjuristin, wie Herr Strachwitz schon gesagt hat. Ehemalige Zöllnerin, Senatorin beim BWA und genau die Gründerin von Zollcoaching. Wir haben tatsächlich in der Zeit derzeit sehr viel zu tun. Wir führen sehr viele Unternehmensberatungen und Schulungen im Bereich Brexit. Vielleicht kennen Sie mich auch schon aus den Medien. Ich führe gerade sehr viele Interviews zum Brexit, zuletzt im Handelsblatt. Genau. Und vielleicht noch vorweg, vielleicht sind Sie ja genauso neugierig wie unsere Mandanten. Ich werde sehr oft gefragt, Frau Damholz, warum sind Sie denn vom Zoll weg und haben sozusagen die Seite gewechselt? Und dazu kann ich nur sagen, nach 10 Jahren beim Zoll habe ich mich immer wieder gefragt, wie ansonsten ja so hervorragend aufgestellte Unternehmen solche Fehler im Zollbereich machen können, importseitig wie auch exportseitig, allerdings ohne es zu bemerken. Der große Schreck, der kommt dann meistens erst in der nachträglichen Zollprüfung, aber dann ist es nun mal immer zu spät für Korrekturen oder eigenständige Korrekturen. Und man muss schon sagen, das ganze Thema Brexit ist so ein richtiges Brennglas geworden für das ganze Thema Zollrisiko. Und dafür bin ich heute auch hier. Ich bringe den Praxisblick mit. Ich werde Ihnen jetzt viel zu Hürden und Irrtümern im Bereich des Brexits erzählen und Ihnen auch die ersten Handlungsanweisungen mitgeben. Ja, meine persönliche Geschichte zum Brexit ist wie folgt. Wie gesagt, ich bin ehemalige Zöllnerin und ich erinnere mich auch noch sehr gut an den März 2019. Damals war ich in Hannover maßgeblich für die Brexit-Vorbereitung zuständig und habe da mal mit meinem Team versucht, die Unternehmen zu unterstützen.
Und ich kann Ihnen sagen, heute ist auch ein warmer Tag, aber ich habe Zöllner noch nie so schwitzen sehen wie damals im März 2019, denn wir wussten überhaupt nicht, was da auf uns an Flut so zukommen mag. Und irgendwann war es dann ja soweit, wir erinnern uns alle, der 21. März 2019, die übrigen EU-Staaten stimmen einer Verschiebung des Brexit-Datums zu. Und ich kann Ihnen sagen, es hat nicht mehr lange gedauert, da klingelte mein Telefon dann auch schon Sturm. Besorgte Unternehmen riefen an, Frau Damals, was machen wir denn jetzt? Unsere Lager in UK sind voll, wie können wir uns verhalten? Und ich brauche Ihnen jetzt auch gar nicht viel erzählen, lassen Sie uns direkt starten. Sie wissen, der Brexit füllt mittlerweile ganze Chronologien. Weihnachten 2020 war es ja dann soweit und wir haben ein Abkommen gehabt zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, das wurde ja beschlossen. So, und jetzt hat es auch wirklich nicht lange gedauert, da gingen schon die ersten Slogans in den Medien rum und ich erinnere mich an einen da ganz besonders: der Warenhandel über den Ärmelkanal bleibt zollfrei. Und da sind wir auch schon gleich bei einem der größten Irrtümer im Bereich Handel UK, EU. Denn ist der Handel denn jetzt nun wirklich zollfrei? Nicht so ganz. Das wird immer propagiert, besonders in den Medien, aber so ist es nicht. Zollfrei ist letztlich nur das, was Ursprungserzeugnis ist. Das heißt, wenn Sie den zollrechtlichen Status eines sogenannten Ursprungserzeugnisses haben, dann kann Ihre Ware tatsächlich zollfrei nach UK und natürlich genauso umgedreht importiert werden, sonst aber nicht. Und diese Zollfreiheit, die erreicht man grundsätzlich auf zwei verschiedenen Arten und Wegen. Das eine ist das Produkt, was Sie nun mal importieren wollen. Das ist in dem anderen Land vollständig hergestellt oder gewonnen worden. Und die zweite Möglichkeit, das trifft nicht zu und Sie haben Vormaterialien, die wiederum selber gar nicht vollständig hergestellt oder gewonnen wurden in UK oder in der EU. Dann gibt es bestimmte Listenbedingungen. Dazu habe ich in der Presse auch schon sehr ausführlich mal berichtet, die erfüllt werden müssen. Das ist bei jedem Produkt anders. So, das wissen die meisten Unternehmen allerdings nicht. Es ist in der Praxis tatsächlich auch so, dass viele Speditionen derzeit, Sie kennen das ja, Sie müssen eine Vollmacht ausstellen, auf der Vollmacht schon das Kästchen vorgesetzt haben, Ihre Ware hat Ursprung EU. Da müssen Sie höllisch aufpassen, was in Ihrer Vollmacht dazu letztlich steht. Denn wird die Ware zollfrei oder als EU-Ursprungsware angemeldet in UK, dann ist das vielleicht an der Grenze selber erstmal kein Problem. Die Probleme können dann nachträglich kommen in einer Zollprüfung. Und ich sage Ihnen, das wollen Sie nicht. Diese Herausforderung mit der Zollverwaltung wollen Sie nicht mit der britischen und auch nicht mit der deutschen in dem Fall. Ne? Ganz zu schweigen von dem, was das natürlich mit Ihrer Handelskalkulation macht. Sie müssen den Ursprung immer nachweisen. Das will ich Ihnen schon mitgeben. Die Zeit reicht heute nicht aus, um das alles im größten Detail zu erklären. Aber wie gesagt, nehmen Sie auf jeden Fall mit. Zollfreiheit generell, das funktioniert nicht. Die zweite größere Hürde, die jetzt in der Praxis nun mal kommt, ist die Bürokratie. Das ist ja vollkommen klar. Wir haben sehr viele Mandanten, die überhaupt das erste Mal mit dem Thema Import und Export beschäftigt sind. Denn viele haben nur innereuropäisch verkauft und auch innereuropäisch Waren produziert. So, und für den ganzen Bereich Brexit braucht es natürlich ein gewisses Setup. Und das fängt alles an mit der sogenannten EORI-Nummer. Für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht wissen, was eine EORI-Nummer ist, das ist eine Identifikationsnummer. Wir kennen das, beim Finanzamt hat man das auch, eine Steueridentifikationsnummer. Sowas gibt es auch beim Zoll, das heißt dann EORI. Und weil es so schön ist, brauchen wir das auch gleich tatsächlich zweimal. Einmal eine deutsche und dann auch nochmal eine britische. Die britische, das zeigt die Praxis, zu erhalten, ist derzeit gar nicht so das Problem. Die britische Zollverwaltung scheint da, was muss man so sagen, definitiv digitaler unterwegs zu sein als derzeit die deutsche Zollverwaltung. Hier muss man sich bei einem Zollportal registrieren. Das ist alles ein bisschen aufwendiger. Schreiben Sie also im Bestfall einfach eine Mail an die deutsche Zollverwaltung. Und weil wir das Ganze jetzt schon so schön geübt haben und Nordirland ja auch noch da ist, wenn Sie nach Nordirland schicken wollen, dann brauchen Sie noch eine dritte EORI-Nummer. Genau. Im Übrigen, der Made in Germany, wir werden das ganz oft gefragt in der Praxis, Frau Damholz, Made in Germany, wenn unser Vorlieferant uns bescheinigt, das wurde in Deutschland produziert, ist das dann nicht diese Zollfreiheit?
Oder ist das dann nicht dieser Status? Das hat überhaupt nichts mit dem präferenzrechtlichen Status zu tun, überhaupt nicht. Und im Übrigen, weil wir das auch sehr oft gefragt werden, Waren aus Asien in die EU importieren, hier verzollen und dann nach UK zollfrei, funktioniert genauso wenig. Das muss vollkommen klar sein. Ja, ich denke mal, dass ich so langsam in meiner Redezeit schon voranschreite. Ich will Ihnen nur noch zwei wichtige Punkte zum Nachdenken mitgeben. Der größte Flaschenhals, den es derzeit gibt, liegt auf der britischen Seite für die europäischen Unternehmen, und das ist die Vertretung. Denn die wenigsten Unternehmen haben ja einen Sitz in UK. Man kann sich auf zwei Seiten gegenüber dem Zoll vertreten lassen. Das nennt sich indirekte Vertretung und direkte. Indirekt bedeutet, die Spedition gibt im eigenen Namen, aber natürlich für ihre Rechnung, die Verzollung ab. Direkt heißt, sie macht das in ihrem Namen und für ihre Rechnung. Dafür müssen sie aber auch in UK ansässig sein. Das ist bei vielen Unternehmen dann nun mal gerade nicht der Fall. Es sei denn, sie haben natürlich eine Limited gegründet oder dergleichen. Ist eine wirtschaftliche Abwägung. Das ist ein Flaschenhals, wenn Sie da Unterstützung brauchen. Ich weiß, der Markt ist leergefegt, das hören wir tagtäglich. Kommen Sie einfach auf uns zu. Wir haben da ein tiefes Netzwerk nach UK. Vielleicht können wir Sie da vermitteln. Das andere Wichtigste, und das ist mein letzter Punkt, alles, was jetzt nach UK geht, ist keine innergemeinschaftliche Verbringung. Und die Steuerexperten unter uns werden jetzt wissen, was ich meine. Es ist eine steuerfreie Ausfuhr. Wenn Sie diese Umsatzsteuerfreiheit genießen wollen und später keine Herausforderungen mit dem Finanzamt bekommen wollen, der das gegebenenfalls nachprüft, bitte alle Unterlagen bei der Ausfuhr aufbewahren. 10 Jahre, damit es bei der Umsatzsteuerfreiheit letztlich auch bleibt. Gut, ich bedanke mich, wenn Sie nähere Informationen dazu haben wollen oder Sie jetzt fragen, was das bedeutet, gucken Sie einfach auf unserem Blog, auf Zollcoaching oder in den Newsletter, wir halten Sie da informiert, das ist überhaupt kein Problem, oder kommen Sie einfach auf uns zu. Herzlichen Dank, Frau Damholz. Wenn wir jetzt in der Schule wären und ich wäre Lehrer, dann würde ich ja vielleicht irgendeinen x-beliebigen der Zuhörer einfach fragen, jetzt wiederholen Sie mal das, was da gerade gesagt worden ist, und dann würden wir wahrscheinlich alle ein gewisses blaues Wunder geben. Es ist komplex, ja. Denn das ist kompliziert, und das muss man ja nun tatsächlich erstmal verstehen. So, Herr Lehnfeld, ich wollte Sie gerne eigentlich mal als Nächsten befragen. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, mittelbar und vielleicht sogar unmittelbar mit diesem Problem ständig zu tun. Wie sieht denn das aus? Kommen Sie zurecht mit dem, was Frau Damholz uns da geschildert hat? Ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, also ich selber bin tatsächlich seit Oktober 2019 in UK. Das heißt, ich kenne das Land eigentlich nur unter Brexit und Corona-Bedingungen. Und tatsächlich ist der Brexit und die Zollgrenze jetzt natürlich eine der großen Themen, die auch unsere Arbeit beschäftigen. Wir gehören ja zum Bundeswirtschaftsministerium, informieren deutsche Exporteure kostenlos über die Rahmenbedingungen in Auslandsmärkten. In UK ist das natürlich eine besondere Herausforderung. Und ich möchte aber auch erklären, warum Neustart der deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen jetzt nach dem Brexit so wichtig ist. Und zwar nicht nur, sage ich jetzt mal, für das allgemeine Klima, sondern auch für die deutsche Exportwirtschaft. Möchte aber tatsächlich auch erstmal den Finger in die Wunde legen, weil wir haben natürlich jetzt schon im Januar direkt gesehen, wie stark der Einbruch war im Außenhandel. Das heißt, die britischen Exporte in die EU sind ja um rund 40% eingebrochen. Und das ist natürlich ein Effekt der Zollgrenze, also ganz, ganz herber Effekt, der aber auch etwas überzogen ist, wenn man jetzt annehmen will, dass das auf Dauer so bleibt. Wir haben auf der einen Seite das Stockpiling schon Ende letzten Jahres gehabt, weil natürlich Unternehmen auf beiden Seiten erkannt haben, dass die Zollgrenze kommt und dass man eben im Januar am besten die Zollgrenze vermeidet, weil ja auch diese 7 Tage Vorbereitungszeit zwischen Weihnachten und Silvester zu kurz war, um sich vorzubereiten. Deswegen war der Handel auch sehr niedrig.
insgesamt bekomme ich immer mehr den Eindruck, dass das so nicht weitergeht. Also wir gehen davon aus, dass sich der bilaterale Handel wieder einpendeln wird, allerdings nicht auf dem alten Niveau. Und das liegt einfach an der Zollgrenze, weil die ist ja nun gekommen, um zu bleiben. Das ist ja ein Teil des Brexit. Und wir lernen auch jetzt schon sehr früh, das Freihandelsabkommen selber ist kein Allheilmittel per se. Zollfreiheit ist zwar gut, aber es bleibt eben auch diese komplexe Zollbürokratie. Und die steht im Übrigen ja für die europäischen und auch für deutsche Exporteure noch aus, weil die EU hat auf der einen Seite ja in Richtung EU schon die Zollbürokratie seit dem 1.1. komplett hochgefahren. Die britische Zollverwaltung wiederum macht das ja phasenweise. Und da haben wir noch gar nicht die kompletten Effekte der Zollgrenze. Das heißt, wir werden da auch noch auf europäischer Seite eine hohe Lernkurve bekommen, was das angeht. Und das Risiko einfach für den britischen Wirtschaftsstandort ist, dass es strukturelle und langfristige Belastung gibt im bilateralen Handel und eben auch einschließlich Verschiebungen bei Lieferketten. Und das Risiko ist eben besonders groß bei Branchen in internationalen Wertschöpfungsketten. Und da möchte ich vor allen Dingen zwei Branchen ansprechen. Einmal die Chemieindustrie, die mehr als noch unter der Zollgrenze klagt, unter dem neuen Regime von UK REACH, also der Regulierungsrahmen, den die Briten kopieren von EU REACH und dazu führt, dass die britische Chemieindustrie und Nutzer von Chemikalien ihre Produkte auch registrieren muss in UK, logischerweise. Und die Mehrbelastung wird etwa 1 Milliarde Pfund betragen. Das heißt, es ist eine signifikante Mehrbelastung und die verteuern eben auch Verkauf und Produktion in UK. Und eine andere Branche, die sehr stark leidet, ist auch die Automobilindustrie. Das liegt nicht nur an dem Brexit, das liegt auch an Corona und vielleicht sogar noch mehr unter dem Verkaufsverbot für klassische Verbrennungsmotoren ab 2030. Und das hat auch Effekte auf Standortentscheidungen. Also oft wird das Beispiel von Nissan in Sunderland angebracht als sehr positiv. Man entscheidet sich trotz Zollgrenze für UK als Produktionsstandort, aber es gibt auch Unternehmen wie BMW, die zum Beispiel angekündigt haben, die Motorenproduktion in Hams Hall für den klassischen Verbrennungsmotor zu bündeln. Der zukünftig viel wichtigere Elektromotor wird aber in München gebaut. Ineos Automotive, ein Automobilprojekt des Chemiekonzerns Ineos, wird nicht in UK gebaut, nicht in Wales, sondern in Lothringen. Und wir sehen da schon, dass es Standortentscheidungen gibt, die in Zukunft möglicherweise sich nicht mehr für die Insel entscheiden. Auch weil nicht ganz klar ist, wie der wirtschaftspolitische Rahmen von UK tatsächlich sein wird. Wir haben im Vorfeld der Brexit-Diskussion ja oft das Stichwort Singapore und Thames gehört. Da möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, möchte aber dazu nur sagen, solche Entwicklungen sehen wir im Moment nicht. Die Frage ist so ein bisschen, ist jetzt die Konsequenz, UK ist kein attraktiver Markt mehr? Das klingt ja jetzt so. Was ich zusammengefasst habe, ist ja so ein bisschen Common Sense auch auf deutscher Seite. Der Brexit ist was Negatives. Aber zum Thema Marktchancen möchte ich ganz klar sagen, nein, UK ist auf jeden Fall ein sehr attraktiver Markt. Man muss sich auf jeden Fall in Zukunft einzelne Branchen anschauen. Und dieser Blick auf die Risiken durch den Brexit, die für die britische Wirtschaft tatsächlich entstehen, die lenken uns ab vom Blick auf die Chancen, die eigentlich in UK entstehen. Und genau deswegen möchte ich viel, viel stärker auch auf die Chancen jetzt noch schauen, die UK als Markt mit sich bringt, auch trotz Zollgrenze. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass der Eindruck entsteht in der EU, auch bei deutschen Exporteuren, dass der Ärmelkanal breiter geworden ist. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist vielleicht emotional so, aber die Fahrt durch den Eurotunnel, die dauert weiterhin nur 35 Minuten. Und UK bleibt deswegen einfach ein wahnsinnig naher Markt an der EU. Kein Binnenmarkt mehr, sicherlich Drittlandsstatus, aber mit 67 Millionen Einwohnern natürlich ein sehr großer Markt. Und deswegen sollte man den britischen Markt auch nicht, sollte man den britischen Markt nicht ignorieren. Ein anderer Punkt ist der, wir haben seit dem Brexit-Referendum sehr
stark sehen können, wie verunsichert die britische Industrie auch war. Viele Investitionsentscheidungen hat man auf Eis gelegt. Man wusste nicht, kommt der Brexit eigentlich? Wird es ein Freihandelsabkommen geben oder nicht? Dass es jetzt ein Freihandelsabkommen gibt, wird auch dafür sorgen, dass Unternehmen, die lange nicht investiert haben, jetzt eigentlich wieder investieren werden, weil sie sichere Rahmenbedingungen haben. Sie wissen, es gibt ein Freihandelsabkommen. Sie wissen, man kann zollfrei exportieren. Außerdem ist ein Produktivitätsdruck in der Industrie weiter da. Man kann nicht weitermachen mit seinem Geschäft wettbewerbsfähig, wenn man seit 2016 nicht investiert hat. Und auch die Mehrkosten durch diese Zollbürokratie setzen ja auch britische Unternehmen weiter unter Druck, günstiger zu produzieren, wettbewerbsfähiger zu sein auf dem europäischen Markt. Und deswegen werden Investitionspläne in den nächsten Jahren realisiert. Dazu kommt noch die Sonderabschreibungsmöglichkeit, die der britische Finanzminister jetzt angekündigt hat, die sogenannte Super Deduction mit der Möglichkeit, 130% der Investitionen in Maschinen und Fabrikausrüstungen steuerlich abzuziehen. Und das ist eben eine wahnsinnig große Chance für den deutschen Maschinenbau, der natürlich im Bereich Maschinen und Ausrüstung in UK eine große Chance hat. Also das ist zum Beispiel ein erstes großes Fund, das man nicht übersehen sollte, wenn man UK vor dem Hintergrund des Brexits betrachtet. Das ist definitiv eine ganz klare Chance. Ich möchte aber auch nicht vergessen, auf drei Branchen hinzuweisen, die sehr große Chancen auch mit sich bringen. Erstens der Bereich Offshore-Windenergie. UK ist der weltgrößte Offshore-Windenergiemarkt. Und nicht nur das, sondern die Kapazitäten sollen dort auch bis 2030 vervierfacht werden. Das heißt, wir haben ein sehr dynamisches Umfeld, sehr, sehr viele neue Projekte. Jetzt auch im Anfang dieses Monats, meine ich, wurde bekannt gegeben, dass RWE und ENBW auch neue Landnutzungsrechte bekommen haben für neue Windenergieprojekte offshore im Umfang von zusammen über 6 Gigawatt. Das heißt, da ist wahnsinnig viel in Bewegung. Die deutsche Windenergiebranche ist auch sehr aktiv in UK und da bleiben auch die Chancen in Zukunft auf jeden Fall da. Ich möchte auf das Thema grüner Wasserstoff gar nicht im Detail eingehen, aber diese großen Potenziale im Bereich Offshore-Wind werden auch fortgesetzt und genutzt im Bereich des grünen Wasserstoffs. Die Wasserstoffstrategie steht noch aus, aber da werden die Briten auch große Kapazitäten aufbauen und da lockt ein großes Geschäft. Trotzdem möchte ich noch erwähnen, auch die Bauwirtschaft als sehr spannendes Feld. Britische Wirtschaft möchte ja auch aus der Corona-Krise über die Bauwirtschaft herauswachsen. Infrastrukturbau ist sehr, sehr wichtig. Sehr große Milliardenprojekte auch auf der Schiene. HS2, die Schnellzugverbindung von London nach Birmingham und weiter in den industriellen Norden. Das ist so ein Riesenprojekt, das die britische Bauwirtschaft über die nächsten ein, zwei Jahrzehnte beschäftigen wird und wo auch deutsche Unternehmen sehr, sehr gute Chancen haben. Aber auch zum Beispiel im Gesundheitswesen. Schon vor der Corona-Krise hat die britische Regierung Milliardeninvestitionen versprochen, in unter anderem 40 neue Krankenhäuser. Das bedeutet auch hohe Medizintechnik-Investitionen und auch wieder ein Geschäftsfeld für deutsche Exporteure. Es wird auch mehr private Krankenhäuser in UK geben in Zukunft und auch im Bereich Digital Health gibt es sehr gute Absatzmöglichkeiten für digitale Apps. Also zusammengefasst, wir brauchen deswegen Neustart der deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen, schon deshalb, weil wir als deutsche europäische Exporteure unsere ursprünglichen Wettbewerbsvorteile im Binnenmarkt ja verlieren. Das heißt, die Amerikaner und die Japaner, für die verändert sich durch den Brexit erstmal nichts. Sie hatten vorher auch schon eine Zollgrenze. Für uns kommt diese Zollgrenze hinzu und wir verlieren dadurch diesen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wir brauchen gute Wirtschaftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Genau. Und damit möchte ich eigentlich auch schon schließen. Jawohl, vielen Dank. Es ist zunächst mal beruhigend, dass Sie uns versichert haben, der Kanal sei nicht breiter geworden. Wir haben im Moment ja nur beschränkte Möglichkeiten, das vom Flieger herunterschauend selber zu sehen. Also das ist schon mal gut. Ich wende mich jetzt an Geshini Sivanantham. Sie haben gehört, was die beiden Vorredner gesagt haben. Es war ein Lob dabei für die britische Bürokratie. Das ist ja auch mal ganz schön, nachdem eine Menge Bashing da auch immer in den letzten Monaten zu hören war. Sie haben aber auch etwas gehört von Neustart und von Einpendeln.
Und ich möchte eigentlich Sie vor allem fragen, wo geht eigentlich wirtschaftspolitisch die Reise bei beim Vereinigten Königreich hin? Das ist in der Tat noch ein bisschen unklar. Man hat sich mit der Vergangenheit, mit der Bewältigung der Vergangenheit beschäftigt. Aber wo soll denn die Zukunft hingehen? Herr Lehnfeldt hatte schon einige Chancen genannt, die auf uns zukommen. Passt das hinein in das, was also auch von der britischen Regierung als wirtschaftspolitisches Konzept nun entwickelt wird? Bitte. Ja, sehr gerne. Danke, Herr Schachwisch. Danke schön. Danke für die Einladung an die BWFVA. Nur um mich schnell zu vorstellen, ich bin die zweite Sekretärin in der EU- und Wirtschaftsabteilung der britischen Botschaft in Berlin. Vor der Rede natürlich entschuldige ich mich bereits jetzt für ein paar schlechte deutsche Wörter vielleicht und auch für die Frage-Antwort-Sitzung später. Wir Briten sprechen leider nie so gut Deutsch wie die Deutschen Englisch. Ich freue mich heute mit Ihnen über die neue Beziehung zwischen Großbritannien und Europa zu sprechen. Wie Sie wissen, haben wir am 24. Dezember auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Es ist ein Pakt für die Zukunft und für die deutsch-britische Partnerschaft. Es bekundet eine neue Beziehung zwischen Großbritannien und der EU. Eine Partnerschaft auf der Basis von Freihandel und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Es schafft Klarheit für die deutschen und britischen Unternehmen und Händler, Wissenschaftler und Bürger. Wir können jetzt nach vorne schauen und unsere Beziehungen weiter ausbauen. Für viele tausend Unternehmen und ihre hunderttausende Mitarbeiter, die im Handel zwischen Deutschland und Großbritannien tätig sind, ist das eine gute Nachricht. Besonders in der Sparten, die hat auch Herr Mark Lehnfeldt vorher gesagt, in der Bereich von Chemie, Pharmazie oder Automobilbranche. Für diese haben wir uns auf spezielle Richtlinien geeinigt. Sie vereinfachen Ein- und Ausführformalitäten und verhindern unnötige technische Handelshemmnisse. Auch für viele Dienstleister und Investoren schafft das Abkommen Sicherheit. Es bietet ihnen Marktzugang in vielen wichtigen Sektoren und unterstützt neue und bestehende Investments. Wie in jeder Verhandlung haben beide Seiten Kompromisse gemacht. Was Wettbewerbsbedingungen betrifft, haben wir uns auf gemeinsame Prinzipien geeinigt. Sie schaffen offenen, fairen Wettbewerb. Wenn eine Seite die Standards erhöht, müssen die anderen nicht zwangsläufig nachziehen. Das war für uns sehr wichtig. Wir sind ja unter anderem deswegen ausgetreten, um unsere Gesetze selbst zu bestimmen. Das Abkommen schafft, was wir uns vorgenommen haben. Es erfüllt den Auftrag unseres Referendums, Handelsfreiheit zu bekommen. Gleichzeitig schafft es die Basis für eine langfristige Partnerschaft zwischen Deutschland und Großbritannien. Wir schaffen also günstige und verlässliche Rahmenbedingungen, um unser Handel weiter auszubauen. Wir setzen alles daran, den Unternehmen die nötigen Informationen zu geben, damit sie weiter den Warenverkehr in Gang halten können. Alle im Handel tätigen Unternehmen und insbesondere Transportsektor, Zollsektor müssen sich jetzt auf neue zollrechtliche Anforderungen einstellen. Wir haben deswegen entschieden, die neuen Grenzcontroller in 3 Stufen in dieses Jahr einzuführen. Dieser flexible und pragmatische Ansatz soll der Wirtschaft mehr Zeit geben, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Es ist der britischen Regierung sehr, sehr wichtig, dass den grenzüberschreitenden Warenverkehr aufrechtzuerhalten. Die Einführung neuer Zellkontroller im Januar, während neue Corona-bedingte Beschränkungen in Kraft traten, stellte jedoch für alle eine Herausforderung dar. Unsere Behörden arbeiten weiterhin eng mit der EU zusammen, um Schwachstellen zu beheben. Und wir werden weiterhin Entscheidungen treffen, die auf Pragmatismus beruhen. So, die Zollstufen sind wie folgt. Die erste ist seit Anfang Januar in Kraft. Händler, die Standardwaren, zum Beispiel Bekleidung oder Elektronik, nach Großbritannien importieren, müssen sich auf Zollanforderungen vorbereiten. Das heißt zum Beispiel ausreichende Belege über importierte Waren vorhalten.
Sie haben dann 6 Monate Zeit, um Zollerklärungen abzugeben. Die geltenden Zollsätze müssen zwar gezahlt werden, aber dies kann bis zur Abgabe der Zollanmeldung aufgeschoben werden. Bei kontrollierten Waren wie Alkohol oder Tabak werden Kontrollen durchgeführt, auch bei allen lebenden Tieren und Pflanzen mit hohem Risiko. Die zweite Stufe in Oktober gilt für alle Produkte tierischer Ursprungs, regulierte Pflanzen und pflanzliche Produkte. Für diese ist eine Voranmeldung und die entsprechende Gesundheitsdokumentation erforderlich. Die dritte Stufe im Januar 2022 sind für sämtliche Waren bei der Einfuhrerklärungen abzugeben und die Zölle zu entrichten. Auch vollständige Sicherheitserklärungen werden verlangt. Es wird dann mehr Kontrollen und bei Waren geben, die Gesundheits- und pflanzenschutzrechtliche Kontrolle erfordern, SPS-Kontrolle. Ich weiß, dass die Änderungen nicht einfach sind und wir wissen, dass die neuen Vorschriften vor dem abweichen, was viele Unternehmen gewohnt sind. Und die Botschaft und ich natürlich sind gerne bereit, Ihnen zu helfen und Ihre Anfragen zu bearbeiten. Wir wollen natürlich die Chancen des Abkommens auch nutzen und unser Handel weiter ausbauen. Außerdem werden wir die wichtigsten internationalen Fragen gemeinsam angehen. Dieses Jahr zum Beispiel übernehmen wir den Vorsitz der G7, nächstes Jahr Deutschland. Wir machen es zur Priorität, die Wirtschaft einzutreiben, Impfstoffe gerecht zu verteilen und ein neues Konzept für Gesundheitssicherheit zu erarbeiten. Und natürlich arbeiten wir weiter für sauberes, grünes Wachstum. Als erste große Volkswirtschaft haben wir uns 2019 verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Als Gastgeber dieses Jahr der Klimakonferenz in Glasgow im November werden wir deshalb alles dafür tun, um beim Klimaschutz eine Trendwende einzuleiten. Gleichzeitig bleiben wir fest in Europa verankert und uns verbindet weitaus mehr als geografische Nähe. Eine lange gemeinsame Geschichte, unsere kulturellen Bindungen, unsere Bekenntnisse zur Demokratie, zu Freihandel und Umwelt. Wir sind stolze Briten und auch stolze Europäer. Großbritannien wird versuchen, mit gleichgesinnten Demokratien zusammenzuarbeiten, um Freiheit, um Menschenrechte und Umwelt zu unterstützen und gleichzeitig das Unternehmertum durch den Abbau von Handelshemmnissen zu stärken. Aber nicht nur unsere ähnliche Sicht auf die Welt. Weltanschauung ist eine wunderbare deutsche Worte. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sollten uns Optimismus geben. Es ist auch die dauerhafte Stärke und Bedeutung unserer bilateralen Handelsbeziehungen. Das heißt nicht, dass wir immer gleich denken, aber wie Premierminister Johnson betont hat, Wir sind und bleiben kulturell, historisch und emotionell ein Teil Europas. Und es gilt, was der Prinz von Wales bei seinem Deutschlandbesuch im November letztes Jahr im Bundestag gesagt hat. Wir werden immer Freunde, Partner und Verbündete bleiben. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich darf vielleicht zunächst mal mit einem gewissen Erfahrungswissen sagen, wir könnten froh sein, wenn alle deutschen Diplomaten so gut Englisch sprechen, wie Sie Deutsch sprechen. Also wirklich, das ist ganz toll. Zur Sache selber, Sie haben uns nochmal die britische Position klar gemacht und so wie Sie das darstellen, auch den Pragmatismus, der da jetzt vorherrscht oder eingekehrt ist, könnte man ja denken, es ist alles so auf gutem Wege. Sie haben, wenn man so will, auch den glücklichen Zufall, dass Sie sowohl G7 als auch eben die Glasgow-Konferenz jetzt auszurichten haben. Und wenn ich es richtig kapiert habe, dann wollen Sie gerade diese beiden Konferenzen nutzen, um sozusagen Großbritanniens Stellung in der Welt, Verantwortung in der Welt neu zu formatieren. Trotzdem, ich glaube, für die Zuhörer ist interessant, nochmal zu sehen, wo gibt es spezifische Chancen und wo hakt es. Und da wende ich mich jetzt an Ika Hartmann von der British Chamber of Commerce in Germany.
also seit vielen Jahren mit all diesen Dingen sehr vertraute Expertin. Und wir haben über die beiden Organisationen, BCCG und Deutsch-Britische Gesellschaft, ja auch immer viel zusammen gemacht. Wo ist die Kluft zwischen Theorie und Praxis? Ja, lieber Graf Strachwitz, zunächst erstmal vielen herzlichen Dank. Ich werde versuchen, es ist schon alles gesagt, nur nicht von jedem, dann noch die Lücken entsprechend zu füllen. Gestatten Sie mir noch zwei Worte vorweg zur Einordnung der British Chamber of Commerce in Germany. Wir sind eine privat finanzierte Handelskammer für natürlich zur Förderung der deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen. Wir haben knapp 600 Mitglieder, 5000 Direktkontakte und wir tun das auf beiden Seiten des Kanals. Wir haben 12 regionale Komitees und davon sind 9 in Deutschland und 3 in UK, was sich jetzt gerade im Brexit halt auch sehr günstig erwiesen hat oder weiß, weil einfach die Brücke schon da ist und auch der Kontakt und der Austausch möglich ist. Möchte da sagen, Neustart, Herr Lienfeld, absolut, kann ich auch sagen. Und für uns ist das Glas auch immer halb voll. Nichtsdestotrotz, die Schwierigkeiten sind da, aber da hat auch Frau Damholz ja schon entsprechende Informationen und Lösungen gegeben und auch Lösungen finden sich bei uns im Netzwerk. Die Exporte sind eingebrochen, es ist ganz klar, die 7 Tage waren zu kurz für viele Dinge, wie auch das Certificate of Origin, was es war eine ganz auskömmliche Lösung gefunden. Man kann diese Zertifikate auch selber ausstellen, nur sind halt die Software und die Schulungsmaßnahmen nicht am 24.12. um 17 Uhr gleich mitgeliefert worden. Insofern braucht es einen Moment, das, was beschlossen worden ist, zu administrieren. Aber wir sind da gute Hoffnung, dass das passiert. Immerhin, wir haben ein Abkommen, das finden wir wirklich gut, weil es sonst zu anderen Problemen gekommen wäre, wenn es eine schmutzige Scheidung geworden wäre. Und es wurde ja hier auch schon gesagt, es gibt große Zukunftsprojekte, an denen wir auch nach wie vor zusammenarbeiten müssen. Das ist der Klimaschutz, das ist sowas wie G7, das ist auch Außen- und Sicherheitspolitik. Wir freuen uns, dass Großbritannien ja auch weiterhin im E3 mit dabei sein möchte oder dabei sein wird. Ich zitiere gerne jetzt mal an der Stelle Max Frisch, was unser Präsident auch gerne tut. Ja, jede Krise ist auch eine Chance. Und Chance möchte ich hier jeden Buchstaben groß schreiben. Man muss hier halt den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und es geht halt auch darum, Chancen zu nutzen. Und deswegen finde ich so ein Webinar, wie hier organisiert, auch sehr schön, weil man muss nicht nur immer in der Presse lesen, dann hat man schon den Kopf unterm Arm, Covid obendrauf und dann möchte man morgens gar nicht mehr aufstehen. Großbritannien und London müssen sich jetzt, also ich sage deswegen London extra noch, weil London als Financial Center of Europe bisher nochmal eine besondere Stellung halt auch im Vereinigten Königreich hat. Also Großbritannien und London müssen sich irgendwie neu erfinden und tun das aber auch mit dem entsprechenden Pragmatismus, was ich ehrlich gesagt sehr bewundere. Man setzt auf Green, man setzt auf Zukunftsindustrien, man hat den 10-Punkte-Plan dort, Green Industrial Revolution Act. Wenn man aufmerksam die Presse verfolgt, sieht man auch, dass das positive Auswirkungen hat. Also man liest fast jede Woche oder jeden zweiten Tag, dass sich ein Unternehmen wieder entschieden hat, dort zu investieren. Ich habe heute gerade gelesen, was Bosch UK, Etias, die Firma Klaas ist da, Rentschler Pharma. Also es gelingt Großbritannien halt mit dieser Strategie, sicherlich auch ein bisschen begünstigt durch diese 130%-Regelung, aber einfach auch durch die Zukunftsindustrien dort weiter auch Industrie oder neue Forschungszentren anzusiedeln. In London ist natürlich auch Green Finance, also das Green Finance Research Hub ist mit 10 Milliarden gefüllt und wird in London und in Leeds sein, also auch da auf der Seite. Um den Bürgermeister dort auch nochmal zu nennen, Sadiq Khan ist natürlich auch immer jemand, der nicht aufgibt und die haben dort ein Easy-to-Use-Tool gerade vorgestellt, das Open Data für alle Planungstätigkeiten in London bereitstellt, den Planning London Data Hub. Wenn ich das so höre und unsere Bürokratie sehe, würde ich mir wünschen, dass wir hier sowas auch irgendwie hinkriegen, nicht? Wir hatten mal unseren Bürgermeister hier in Berlin, Michael Müller, wieder auf Reisen schicken, wenn er wieder da. Vielleicht können wir da was uns abgucken. Und das vor dem Hintergrund, dass London zum Beispiel 700.000 Einwohner inzwischen verloren hat. Nicht alles aus dem Finanzbereich, aber da müssen halt auch neue Lösungen her. Aber da
lamentiert man nicht und sagt, wie schrecklich das ist, sondern man guckt, was kann man machen, um attraktiv zu sein. Ich vergleiche diesen ganzen Prozess immer und vielleicht wird es dann nicht mehr so schlimm und vielleicht haben wir einfach viel zu sehr diese Battles zwischen der EU und der Regierung, der britischen vor Augen, das Wording, was da zu Schluss bei der Verhandlung war, sondern einfach mal zu sagen, es ist eine Scheidung. Und wenn Sie sich scheiden lassen, ich kann das leider nicht oder Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung sagen, dann muss einer ausziehen oder beide ausziehen. Also Sie scheiden sich, es muss eine neue Wohnung her. Und was ist, wenn Sie umziehen müssen? Im Zweifel noch mit Kindern, nicht? Sie brauchen einen neuen Kabelanschluss, Sie brauchen neue Telefonleitung beim Einpacken oder geht auch mal was kaputt. Einiges finden Sie erst viele Wochen und Monate später im Umzugskarton wieder. Da müssen die Bilder aufgehängt werden und am Ende ein bisschen was Neues kommt halt auch dazu. Die Kinder müssen einen neuen Schulweg machen, sie müssen einen neuen Bus zur Arbeit nehmen. So, und so ist dieser Prozess jetzt halt auch. Ja, wir haben uns geschieden, jetzt ist der Umzug in vollem Gange und die ersten Kartons sind ausgepackt und man sucht den richtigen Weg oder die kürzeste Strecke zur Arbeit, aber da werden wir hinkommen. Und dann werden wir hinkommen, weil es Institutionen gibt, wie die GTAI, wie die BCCG, dass es Dienstleister gibt wie Frau Damholz. Wir selbst haben dort auch auf unserer Website viele, viele Experten, die man unter www.bccg-first-call findet, wo es diese Dienstleister gibt. Auch die Praktiker. Wie gesagt, ich finde das immer sehr gut, Frau Damholz, wenn sie jemand aus der Praxis ist, der weiß, wie es geht. Ja? Nicht der es nachgelesen hat, sondern der wirklich hands-on und auf beiden Seiten war. Wir haben viele dieser Mitglieder, die man dort finden kann und auch erstmal eine Erstberatung kostenlos genießen kann. Insofern müssen wir jetzt alle Vehikel nutzen, um das wieder hinzukriegen, ja, um die EURI-Nummern zu bekommen, um zu wissen, was ist der beste Weg und Ansiedlung auf beiden Seiten auch möglich zu machen. Ich kann sagen, dass die Wirtschaft das will. Das sehen wir jeden Tag. Wir kriegen Anrufe und Nachfragen von Briten, die sagen, ich brauche einen Partner hier, ich möchte mich ansiedeln, ich bin die und die Branche, wo soll ich das tun? Und vice versa, also auch Deutsche sagen, können Sie uns denn nicht und haben Sie über ein anderes Kammernetzwerk noch eine Chance, wie machen wir das am schlausten? Und wir haben auch Mitglieder, die zuerst immer anrufen, sagen, 2 Tage, 5 Tage, 1 Woche, 3,5 Wochen Lieferverzögerung, ne? Nicht fröhlich pfeifend, aber die dann auch gesagt haben, ich bin jetzt wieder bei 4 Tagen und ich sage Ihnen, wie ich es gemacht habe. Ich habe mit allen meinen Partnern gesprochen, Sie können die gerne weiterempfehlen. Das heißt, das nächste Mitglied, was ein ähnliches Problem hatte, konnte davon partizipieren. Und deswegen sage ich auch, Netzwerke sind wichtig in dieser Zeit, Netzwerke und Kontakte zusammenhalten und alle zusammen werden wir halt diese Brücken bauen. Unsere Schirmherrin der BCCG ist die britische Botschafterin, da freuen wir uns sehr und deswegen sind wir auch mit der Botschaft und mit dem DIT sehr eng verbunden und da kann ich auch nur lobend sagen, das funktioniert hervorragend. Kleinere und auch größere Probleme werden dort pragmatisch irgendwie gelöst oder man hat Hilfe. Das landet nicht in einem toten Briefkasten, sondern alle sind bemüht, das auch hinzukriegen. Und diese blöde Frage, die man manchmal im Interview gestellt kriegt, ja, sind Sie bei der Handelskammer super, ne? Machen Sie ja zu. Ne? Wirtschaft wollten die Briten ja nicht. Und dann meinte ich, das ist Rhetorik aus der Presse, nicht nur, weil es andere Gründe gibt, die in der ganzen Verhandlung schwerwiegender waren, heißt es nicht, dass wir keine Wirtschaft wollen. Ganz im Gegenteil, wir sehen das so ich jeden Tag, dass es anders ist und dass die Menschen weiterhin miteinander Geschäfte machen wollen. Herr Lehnfeld hat die Zahlen auch schon kommentiert. Deutschland und Großbritannien sind von den EU-Kontakten einfach die engst verknüpftesten. Und da sollen wir doch alle jetzt mal sehen, dass ne, wir beim Kisten auspacken und beim Bilder an die Wand hängen alle fleißig mithelfen. Wir werden das tun und unterstützen da gerne. Und jetzt würde ich einfach meinen Vortrag an der Stelle beenden und freue mich auf die Diskussion. Vielleicht gibt es einfach konkrete Fragen. Ich stelle auch nochmal den Link ein. Aber vielen Dank für die Gelegenheit, weil hier können wir, glaube ich, ganz viel konkrete Hilfestellung leisten. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann kriegen wir das schon hin. Herzlichen Dank, Frau Hartmann. Ja, dieses Bild von der Scheidung, da ist natürlich was dran. Das haben Sie jetzt in die Diskussion eingebracht. Es ist in diesem Fall ja noch ein bisschen komplizierter. Es ist ja im Grunde genommen, wie wenn zwei sich scheiden lassen, aber trotzdem zusammenarbeiten müssen. Das gibt es ja auch sonst. Also, dass die beide trotzdem ihre Firma weiter zusammenführen müssen oder ihre Anwaltskanzlei oder was auch immer. Und das haben wir natürlich hier auch. Also das Stichwort E3 ist vorhin
gefallen, dass eminent wichtig ist, die Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik, speziell in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Es ist natürlich G7 gefallen, Glasgow gefallen. Das sind alle Stichworte von dem allgemeinen akademischen Rahmen und kulturellen Rahmen ganz abgesehen, wo die Zusammenarbeit nach wie vor eng sein muss. Sie haben auch gesprochen von der Presseresonanz. Und da fällt ja auf, dass es vielleicht nicht gerade im Handelsblatt, aber in anderen Zeitungen um spektakuläre Einzelheiten geht. Also ich erinnere mich noch an die Schlagzeile, das war, glaube ich, Anfang Januar, von dem armen britischen Lastwagenfahrer, dem die niederländischen Zöllner seine Schinkenstulle abgenommen haben. Und so, das beherrscht nach wie vor bei vielen Menschen so das Bild, so sieht das jetzt aus, solche Zustände haben wir jetzt sozusagen. Und dem entgegenzutreten mit Sachinformationen, auch mit der Darstellung von neuen Chancen, so wie das jetzt hier passiert ist, ist natürlich wirklich eigentlich das Entscheidende. Jetzt schaue ich mal in den Chat. Wir hatten vorher schon einige Kommentare sehr positiver Art, endlich mal, dass mal sachlich berichtet werde und dass viel sozusagen Informationen vermittelt worden. Aha, jetzt haben wir eine konkrete Frage. Darf ich fragen, was die 130%-Regel bedeutet? Herr Lehnfeld, Sie hatten das, glaube ich, erwähnt vorhin. Wollen Sie das kurz beantworten? Genau, perfekt. Ja, danke für die Nachfrage. Sie stoßen genau in den Sweet Spot. Die 130%-Regel, sogenannte Super Deduction, also die Sonderabschreibungsmöglichkeit. Da können Unternehmen, die investieren in neue Maschinen und in Fabrikausrüstung, können 130%, also mehr als das eigentliche Investitionsvolumen, steuerlich abzugsfähig machen. Das heißt, es ist natürlich ein sehr positiver Steuereffekt. Das ist gültig ab dem April in diesem Jahr, also der Beginn des britischen Steuerjahres, gültig für die nächsten zwei Jahre. Das heißt natürlich, dass Unternehmen sich schnell entscheiden müssen bei Investitionen, weil diese Investitionen in den nächsten zwei Jahren stattfinden müssen. Das wird zum einen natürlich begrüßt, weil viele Unternehmen bereits Investitionspläne in der Schublade haben. Es wird auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen in Frage gestellt, wo die langfristige Perspektive dabei ist, weil noch nicht klar ist, was passiert denn ab 2023. Da ist ja die Steuererhöhung auf 25% geplant, sofern sie denn kommt. Aber für den ersten Moment, für die ersten zwei Jahre, ist diese Super Deduction auf jeden Fall ein Investitionstreiber. Ja, ich habe auch im Chat noch den Link zu der Super Deduction der britischen Steuerverwaltung mit dazugefügt. Vielen Dank. Ja, das ist das Stichwort. Das wollte ich auch gerade den inzwischen 100 Teilnehmern nochmal sagen. Wenn Sie in die Chatfunktion schauen, sehen Sie von allen Panelisten Links zu weiteren Informationen, wo Sie sich also noch weiter was holen können. Nutzen Sie aber jetzt die Gelegenheit, auch direkt Fragen oder Kommentare in den Chat einzustellen. Wir haben noch etwas Zeit und können da versuchen, die zu beantworten. Und da haben wir auch eine. Könnten Sie etwas zu den Beziehungen zur Schweiz sagen? Wir beobachten die Beziehungen UK-EU mit wohlwollender Zuversicht. Was könnten Sie uns Schweizern für einen Tipp geben, punkto Integration Refuser? So, wer möchte denn das aufgreifen? Wer Freiwillige vor? Hat die Botschaft dazu eine Meinung, Herr Savanantem? Was können wir dazu vielleicht noch was sagen? Oder bitte, ja, Frau Damholz, fangen Sie ruhig an. Ja, also aus Zollsicht sind wir mit der Schweiz natürlich schon eng verbandelt. Da haben wir ein Handelsabkommen, also mit der EUA1 ist ja schon bereits der Warenverkehr gefördert. Und wenn Sie von Refuser sprechen, ich glaube einfach, die britischen Bürger müssen sich jetzt auch so ein bisschen vielleicht daran gewöhnen, dass es ein wenig teurer wird. Die Schweizer Endkunden kennen das ja bereits. Natürlich müssen die zusätzlichen Kosten, die jetzt normal durch die zusätzliche Bürokratie entstehen, auch von den Briten getragen werden. Ganz genauso, wie Sie das wahrscheinlich in der Schweiz schon kennen. Das ist ja auch der Fall. Mhm.
Gut. Ja, die Schweiz hat ja so ein Sonderverhältnis zur EU und das macht wahrscheinlich die Sache auch nochmal etwas. Vielleicht, Herr Strafwitz, kann ich auch ein bisschen gerne, ja, über das sagen. Ja, ich erinnere mich auch gut an die Schweinefleisch-Sandwich an die Grenze weggenommen werden. Ja, was die Schweiz betrifft, das ist eine ganz andere Beziehung als mit Großbritannien. Und vor allem, wenn man sich auch Ursprungsregeln ansieht mit Zollfragen, das ist wirklich anders. Und deswegen, das ist sehr wichtig, dass Unternehmen erst sehen, was ist der dann Abkommen mit UK und EU und dann, was passiert, wenn zum Beispiel ein Schweinefleisch-Sandwich von Großbritannien nach Deutschland kommt und dann weiter nach der Schweiz. Das ist jetzt total anders als vorher. Und es gibt jetzt, Herr Stachwitz, Sie haben auch gesagt über Informationen und was genau und positive Informationen über das hier und auch andere Regeln, möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Botschaft sehr eng mit auch die GTAI in Deutschland zusammenarbeiten. Und es gibt auch wirklich tolle Informationen von Ihnen und auch auf gov.uk. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse in der Botschaft, um Fragen von Unternehmen zu nehmen. Und vielleicht kann ich im Chat bereitstellen. Wunderbar, vielen Dank. Herr Schumer. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch eine Frage einbringen, wobei auch noch eine ganze Reihe Detailfragen jetzt hier im Chat gerade gestellt werden, die wir dann noch behandeln können. Aber Sie haben ja alle, das war ja auch der Ansatz da meiner Begrüßung und Einführung, die Presseberichterstattung erwähnt, die es denn hier in Deutschland gegeben hat. Und Frau Hartmann, Sie haben ja den Vergleich mit der Scheidung herangezogen. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich richtig, aber es ist ja primär zunächst mal eine Scheidung von der EU gewesen. Da kann man jetzt sagen, ja, Deutschland mitgehangen, mitgefangen, gehören wir ja nun dazu. Aber das impliziert ja nicht unbedingt auch gleich eine Scheidung von den einzelnen Nationalökonomien. Und mich würde schon interessieren, vielleicht an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt auch von der Botschaft und die dann gerade in England noch stationiert sind, wie wird da eigentlich berichtet und was ist da der Tenor der medialen Einschätzung, gerade was die deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen angeht. Mhm. Herr Lehnfeld, Sie hatten das geschildert, Maschinenbau, Infrastruktur, Gesundheitswesen, das sehen wir ganz genauso. Ich glaube, es gibt viele Chancen und man sollte auf diese Chancen mindestens ebenso fokussieren wie auf die Erschwernisse, die nun die regulatorischen Hemmnisse jetzt erstmal mit sich bringen. Aber wir hören relativ wenig darüber, wie in Großbritannien berichtet wird. Und das wäre vielleicht auch interessant zu erfahren. Danke. Ja, die Frage gebe ich gleich weiter an die zurzeit in London Sitzenden. Ich könnte dazu was sagen. Bitte. Also der Brexit war ja nie ein Wirtschaftsprojekt, sondern es ist ja eher, ich nenne es immer sozialpolitisches Ventil. Die britischen Branchenverbände haben ja durch den ganzen Prozess des Brexits hindurch diese Entscheidung eher kritisiert, wohl mit dem Blick darauf, dass sich dann die Handelsbeziehungen verschlechtern und die Zollgrenze keine Errungenschaft ist, sondern eher ein Hindernis für die Außenwirtschaft. Jetzt stelle ich schon fest, dass man natürlich diese Zollgrenze jetzt akzeptiert, dass die Unternehmen jetzt sehr stark aber beschäftigt sind, damit den Export zu organisieren. Es gibt keine, also ich stelle keine EU-Schelte fest, aber es ist auch nicht so, dass man jetzt in besonderer Begeisterung über diese Zollgrenze ausbricht. Das heißt, man ist sehr stark damit beschäftigt, jetzt die Exporte zu organisieren, mit der Zollgrenze zurechtzukommen. Und so gesehen, es gibt auch eine starke Selbstbeschäftigung mit der Frage, was bietet mir jetzt der Wirtschaftsstandort als britisches Unternehmen? Da gibt es die große Post-Corona-Strategie Build Back Better mit einem sehr starken Fokus auf das Thema Dekarbonisierung. Also es geht, würde ich sagen, sehr viel mehr um Selbstbeschäftigung. Die britische Regierung fokussiert sehr stark auf neue Freihandelsabkommen, CPTPP, aber auch mit den USA, wobei man da sagen muss, die britischen Unternehmen sagen oftmals ganz deutlich, wichtiger Handelspartner ist für uns die EU. Andere Freihandelsabkommen sind nice to have, aber es geht in erster Linie darum, das EU-Geschäft zu
wiederherzustellen, zu stärken. Mhm. Das ist meine Beobachtung. Mhm. Vielen Dank. Andere, gibt es andere Beobachtungen? Ja, Frau Hartmann. Mikro. Auf die Frage von Herrn Schumann. Ich sitze zwar nicht in UK, aber auch am 16.03. hat ja Großbritannien den Integrated Review veröffentlicht. Da ist explizit ein Absatz halt auch zum Verhältnis zu Deutschland drin, wenn ich den ganz kurz vorlesen darf, weil das sagt eigentlich vieles und alles. Und das ist das, was die Regierung halt öffentlich auch macht. Germany is an essential ally with which we have deep economic ties and a growing foreign policy partnership as members of the E3 and bilaterally. We will continue to work together to defend our neighborhood and our values, including through the joint declaration on foreign policy we hope to sign in 2021. We will seek to bolster this relationship in the years ahead, including through cooperation on important issues such as climate change. Und da ist, wie gesagt, Deutschland in diesem Review explizit genannt. Und die Briten haben nicht 180 Länder da einzeln verbunden. Also auch von der Seite Großbritanniens aus wird schon die Partnerschaft zu Deutschland entsprechend bei der Scheidung etwas anders gesehen. Also dazu können wir ja aus den Erfahrungen der deutsch-britischen Gesellschaft auch noch was beitragen. Das geht jetzt schon im Grunde genommen seit dem Referendum. Bei allen Zusammenkünften verschiedenster Art wollen britische Gesprächspartner, Teilnehmer immer gerne ein Gespräch darüber beginnen, wie man britisch-deutsche Sonderbeziehungen einrichten und schaffen könnte. Solange der Brexit nicht vollzogen war und nicht ausverhandelt war, konnten die deutschen Teilnehmer eigentlich immer nur antworten, im Moment ist die EU dran und Deutschland kann hier keinen Sonderweg beschreiten. Jetzt, wo das Verhältnis mit der EU erstmal geklärt ist, gibt es natürlich zahlreiche Ansätze, um spezifische britisch-deutsche Themen auch britisch-deutsch zu verhandeln und zu besprechen. Und da gibt es ja nun auch zahlreiche gemeinsame Interessen. Einige sind genannt worden. Dazu passt auch eine Frage von Bernard Casey, der nach den Beziehungen zwischen den Universitäten fragt. Das ist nun nicht unmittelbar unser Thema und vielleicht wollen wir das auch hier nicht vertiefen. Hier liegt noch viel Arbeit vor uns. Also Erasmus ist erstmal tot. Dadurch treten erhebliche tritt ein erhebliches Auseinanderdriften ein. EU-Forschungsgelder für britische Universitäten sind erstmal tot. Einige große Universitäten, insbesondere natürlich Oxbridge, also Oxford und Cambridge, haben darauf schon reagiert, indem sie Büros hier in Deutschland eröffnet haben. Also da bereitet sich was vor. Die Umstände sind schwierig, weil das eben genau nicht ein Handels-, nicht ein Wirtschaftsthema ist. Aber da liegt im Einzelnen, glaube ich, noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir merken, und jetzt setze ich ein bisschen einen anderen Hut auf, in meiner eigenen Organisation Mecenata haben wir ein Programm Transnational Giving. Wir ermöglichen Spenden ins Ausland. Und da haben wir im Moment an neuen Empfängern, die sich bei uns dafür akkreditieren lassen, eigentlich überwiegend britische Universitäten. Das ist also fast jedes College kommt einzeln nochmal und lässt sich als möglicher Spendenempfänger bei uns registrieren. Frau Hartmann, wollten Sie noch was ergänzen zu diesem speziellen Thema? Wie alles gesagt, was Sie sagten, dass die Niederlassungen hier auch schon aufmachen, ja, Leicester University, ja, in Leipzig, ja, und so weiter. Genau. Dann würde ich gerne hier noch die eine oder andere Frage aufgreifen. Zwei Fragen an die Botschaft kommen hier. Was sind ganz konkrete Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Wasserstoff? Ist ein ähnliches Abkommen in diesem Bereich wie zwischen Deutschland und Frankreich geplant? Ja, das war die erste Frage. Die zweite heißt, welches Ministerium ist für die Digitalisierung der Verwaltung zuständig? Ich habe gehört, dass es da verschiedene neue Initiativen gibt. Danke für die Frage. Entschuldigung. Zum Thema Wasserstoff, das ist der
Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie. Und wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, kann ich einige Kontakte im Ministerium geben, wenn das hilft. Und es gibt auch jetzt viele Möglichkeiten zum Thema Wasserstoff unter Horizon und viele andere EU-Programme, die Großbritannien noch teilnehmen werden. Aber es gibt auch natürlich zukünftige Programme in Großbritannien und das vielleicht kann ich weiter diskutieren danach, nach dieser Veranstaltung. Okay, vielen Dank. Nächste Frage. Viele Zollagenten unserer britischen Kunden, die selbst Importer of Record sind, fragen uns in Deutschland nach dem Zehnsteller, das ist, weiß nicht, ob das ein Druckfehler ist, nach UK Global Tariff. Können Sie bitte einschätzen, wieso dem so ist? Das schaut sehr nach einer Frage nach Frau Damholz aus. Ja, genau. Also der Zehnsteller, also grundsätzlich jede Ware, die importiert und exportiert wird, braucht eine bestimmte Ordernummer. Das ist die Zolltarifnummer, von der hängt letztlich alles ab. Das System, wie man diese Zolltarifnummer bestimmt, das ist harmonisiert. Das bleibt auch so. Das heißt, die ersten sechs Stellen sind auch weiter gleich. Nun hat Frau Klingenburg, glaube ich, gerade gefragt, warum, was sie für Auskunft geben soll für UK. Das Zolltarifsystem, das entspricht in fast, also es ist fast deckungsgleich derzeit noch das, was Sie für den Export als Zolltarifnummer haben, entspricht auch dem. Frau Simon-Anton hat da, glaube ich, auch gerade schon einen Link reingepackt zum UK Tariff Code, dem, was Sie auf der britischen Seite auch finden. Also da gibt es... wir werden sehen, inwieweit das System sich gegebenenfalls noch ein bisschen verändert, aber im Moment überhaupt kein Problem. Also genau, das können Sie Ihren Kunden aus UK so mitgeben. Okay, das klingt doch schon mal gut. Aber jetzt kommt eine sehr kritische Frage, die aber auch unbedingt gestellt werden muss. Wie wichtig ist der britischen Seite die Zusammenarbeit mit Deutschland oder EU wirklich, wenn das DTI britischen mittelständischen Unternehmen jetzt schriftlich und mündlich rät zur Verringerung von Zoll- und Lieferproblemen in der EU, lieber auf den Handel mit Asien zu setzen? Das ist dann vielleicht für mich. Das ist nun ganz sicher an die Botschaft gerichtet, ja. ja, ich denke, das ist nicht so wahr. Zum Beispiel, wie Frau Hartmann hat vorher gesagt, wir haben die Integrated Review in diesem Monat veröffentlichen. Und in Bezug auf den Indo-Pazifik, aber auch die NATO, das Klima und die globale Gesundheit, besteht zwischen Großbritannien und Deutschland ein hohes Maß an Übereinstimmung. Aber das ist nicht nur der Fokus von Großbritannien, das ist nur eine Seite von Fokus auf Indo-Pazifik. Natürlich, Europa bleiben ein starker Partner und Deutschland ein starker Partner. Und so vielleicht ist es nicht so wahr, dass wir als Regierung jetzt sagen, dass wir müssen nach Asien gucken oder Afrika. Natürlich müssen wir das auch machen. Aber wir können nicht unsere Geografie ignorieren. Wir sind in Europa und deswegen sind die Handelsbeziehungen, das wird bleiben und das wird weiter stärken. Okay, also nehmen wir das mal positiv so an. Nochmal ein Hinweis für alle, schauen Sie in den Chatroom, da werden laufend Links eingestellt, die Sie dort übernehmen können zu einer ganzen Reihe von Fragen. Ich glaube, es gibt aber im Moment noch keine Fragen mehr, die noch nicht beantwortet worden sind. Wir kommen auch so allmählich an das Ende unserer Zeit. Deswegen vielleicht nochmal an die Panelisten die Aufforderung, was ist aus Ihrer Sicht noch nicht angesprochen worden, worauf würden Sie gern noch hinweisen? Und da würde ich Sie bitten, vor allem die Chancen herauszustreichen. Die Probleme haben wir selbstverständlich auch diskutiert, aber ich glaube, wir sollten versuchen, mit den positiven Chancen zu enden. Gehen wir mal wieder in der gleichen Reihenfolge, Frau Damholz. Ja, also genauso wie Frau Hartmann und Herr Lehnfeld auch gesagt haben, ich kann Sie nur ermutigen, trauen Sie sich. Wir merken gerade bei ganz, eine interne Studie hat ergeben, die wir selber durchgeführt haben, dass 73% der Kunden in unserem E-Mail-Verteiler derzeit sich nicht trauen, nach UK zu liefern.
Viele Unternehmen schicken auch gerade nur Testsendungen rüber. Das bietet jetzt und vor allem jetzt hervorragende Möglichkeiten für all die Unternehmen, die sich jetzt richtig aufstellen und sich trauen. Ja. Okay, das war's schon. Herr Lindfeld. Ja, perfekt. Ja, also ich hoffe, dass vor allen Dingen hängen geblieben ist, auch aus meinem Vortrag, dass die britische Wirtschaft zwar eben vor großen Veränderungen steht, aber dass definitiv Marktchancen bleiben, die man nicht außer Acht lassen sollte. Ich habe über Offshore-Wind gesprochen, kurz über Wasserstofftiefbau, Gesundheitswirtschaft. Viele Punkte habe ich nur angerissen. Wir informieren ja in jeder Tiefe, in den verschiedenen Marktberichten. Den Link hatte ich gepostet. Wenn Sie sich ganz konkret interessieren im Bereich der Schieneninfrastruktur, es wird später in diesem Jahr eine virtuelle oder vielleicht sogar physische Geschäftsanbahnungsreise nach UK geben, finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium zum Thema Schieneninfrastruktur. Wenn Sie daran Interesse haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Ab in der Woche des 22.04. finden ja die BMWi Außenwirtschaftstage statt. Da moderiere ich auch ein Panel zum Thema Beyond Brexit, Neustart für deutsch-britische Wirtschaftskooperation. Und das war ja hier schon eine sehr inspirierende Diskussionsrichtung, mehr in Richtung Chancen. Und ich hoffe, wir können das fortsetzen. Also herzlichen Dank. Okay, vielen Dank auch an Sie, Frau Savanante. Danke. Ja, danke für die Einladung heute. Obwohl die deutsche und britische Industrie viele Anlaufschwierigkeiten und Anpassungen vornehmen müssen, blicken wir auf eine positive Zukunft mit neuen Initiativen und auch neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Und es tut mir leid, wenn ich nicht alle Fragen richtig beantworten könnte. Wir haben nicht so viel Zeit heute, aber ich bin sehr froh, Fragen per E-Mail zu beantworten. Dankeschön. Dankeschön. Frau Hartmann. Ja, dann wieder last but not least. Am Licht am Ende des Tunnels in jeder Hinsicht, ja. Ich habe dieses Jahr schon auf 3 Panels gesessen und Rede und Antwort gestanden von virtuellen Delegationen aus Großbritannien nach Deutschland. Also auch die Schiene funktioniert. Umgekehrt geht das genauso. Also auch Delegationsreisen gibt es virtuell. Und ansonsten vielleicht mit dem Slogan, den wir auch vorher schon gebraucht haben, mit dem Briten zusammen in diversen Sachen, prepare für Chancen und Risiken, also aber vor allen Dingen for the opportunities, ja, prepare and keep moving. Es ist noch ganz viel drin. Da sind 60 Millionen gut situierte Kunden in Großbritannien, die sprechen die Weltsprache. Sie sind aus der EU ausgetreten und sie haben nicht die Insel auf den LKW geladen und aus der EU weggefahren. Ja, und ehrlich gesagt, das werden wir jetzt schon hinkriegen. Ne? Wir sollten das weitermachen und es ist auch wirklich, wie Sie schon gesagt haben, es ist einfach vor der Haustür. Asien ist viel weiter weg und das ist doch auch nicht das Allheilmittel. Da ist es auch ein Drittland und da müssen wir auch Papiere präsentieren und so weiter. Ja, ja, jetzt mussten wir die Komfortzone verlassen, aber lassen uns das so als Chance nutzen, auch neue Dinge wieder aufzuarbeiten und wie gesagt, in der Wohnung jetzt mal die Wände neu zu streichen. Vielen Dank. Wunderbar. Ich glaube, wir haben die Zeit, die uns gegeben war, gut genutzt. Vielen Dank an alle Panelisten für die sehr interessanten Einlassungen. Danke auch für die Fragen, die uns noch das eine oder andere haben vertiefen lassen. Wir können, glaube ich, wirklich jetzt auch mit Zuversicht in die Zukunft sehen. Das sollen wir auch tun. Damit von mir auch herzlichen Dank und ich gebe zurück an unseren Gastgeber, Herrn Schumann. Ja, herzlichen Dank, Herr Strachwitz. Es war eine sehr interessante Veranstaltung. Ich möchte, wie gesagt, allen Panelisten, aber auch allen Teilnehmern im Namen des Verbandes nochmal herzlich danken. Wir stehen natürlich auch an Ihrer Seite und zur Verfügung, wenn Sie Hilfe, Unterstützung brauchen in Expertenfragen oder bei der Geschäftsanbahnung. Erkenntnis des Tages für mich, Herr Lehnfeld, vielleicht twittern wir das nachher auch noch. Der Ärmelkanal ist nicht breiter geworden und es bleibt bei 35 Minuten. Das ist doch schon mal beruhigend. Und wer weiß, vielleicht ist die Entwicklung, auch der Umstand, dass Großbritannien jetzt außerhalb der EU freier agieren kann, ja vielleicht auch auf die eine oder andere Art und Weise etwas inspirierend. Das gibt ja auch die eine oder andere Akzentuierung, die man sich auch in Deutschland vielleicht intensiver anschauen
sollte, gerade wenn es auch zu bilateralen dann Erleichterungen und Abkommen führen wird. In dem Sinne, herzlichen Dank auch von unserer Seite. Bleiben Sie uns gewogen und Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Bis dann. Vielen Dank an alle. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.